Wir spielen heute ein 1 gegen 1 gegen unseren Bruder. Und ich bin mal gespannt, wie gut er ist. Wir schränken uns ein bisschen ein. Er hat keine Emotes, deswegen benutzen wir auch keine, nur Cancel Emote. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wir gehen direkt rein in die Runde. Let's go! So, Leute, die erste Runde beginnt. Pfote, sag doch erstmal Hallo. Hallo alle zusammen. So, das ist mein Bruder. Wir spielen jetzt hier das 1 gegen 1 erste Runde. Ich bin mal gespannt, wer die meisten Siege hier heute nach... Wir nerven ihn hier schon ein bisschen. Das ist natürlich gute Ablenkung hier. Wie fühlt es sich an, Fotos? Er ist voll konzentriert. Man merkt das richtig. Kann nicht reden. Er kann nicht reden. Voll konzentriert, ey. OMG. Das Ding ist natürlich auch, wenn du lang kein SMG mehr gezockt hast, ist Laser Tracer natürlich eine schlechte Map vielleicht für den Anfang. Denn es kann hier auch sehr schnell enden, wenn man hier zu schwitzig ist oder zu sehr unkonzentriert. Kann das hier auf jeden Fall ganz schnell vorbei sein. Man muss sich hier wirklich konzentrieren, wo am besten hinspringen und vieles, vieles mehr. Oh. Das ist auch gefährlich für mich. Ich muss mich hier auch konzentrieren. Lässt er mir hier die ganzen Sachen erzählen. Oh. Zwei Monate kein SG gezockt. Lass mich! Oh, was machst du? Warum blockst du mich? Ich dachte, mein Bruder. Das gibt's doch nicht. Erste Runde geht an ihn. Wir sind jetzt in der nächsten Runde, das ist Blocktisch. Wir haben natürlich meinem Bruder den ersten Sieg natürlich geschenkt. Das war natürlich nicht extra, weil wir hätten das auf jeden Fall nicht verloren. Genau, ist klar. So Leute, es ist so, wir sind jetzt hier wie gesagt 1:0 für ihn. Wir müssen uns jetzt hier wirklich konzentrieren. Wie gesagt, wer die meisten Siege hat, gewinnt das hier. Und wir haben keinen Bock gegen unseren kleinen Bruder. Ne, das geht nicht. Als großer Bruder haben, müssen wir uns hier natürlich unsere Ehre verteidigen und hier natürlich gewinnen. Aber wie gesagt, wir haben alle keine Emotes dabei, deswegen, wie gesagt, neuer Spieler, wir müssen... Spaß. Ne, wir müssen echt aufpassen, dass wir hier wirklich hier auf jeden Fall Full Focus machen. Wie fühlt es sich an, wieder nach so langer Zeit SG zu spielen, Fotos? Ist schon nice. Schon nice, ne? Hast du ein bisschen vermisst? Jo, auf jeden Fall. Deswegen war mein Bruder musste für eine wichtige Prüfung lernen. Und deswegen hat er auf jeden Fall lange kein SG mehr gezockt. Also wie gesagt, wenn ihr auch lernen müsst, ganz, ganz wichtig. Wir benutzen alle hier keine Emotes. Kennt man ja. Was ist denn hier los? Irgendwas ist buggy bei mir gewesen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert ist. Das wäre ja richtig unfair, wenn jetzt jemand hier Emotes benutzt, wenn der keine andere, keine hat. Oh mein Gott, okay, gut, das ist ein bisschen schwierig. Ich kann das alles nicht mehr. 2:0 für meinen kleinen Bruder. Ich kann das alles nicht mehr. Er schwitzt zu viel. Die nächste Runde ist Rush Hour. Ihr wisst alle, ich und Rush Hour sind keine Freunde, aber Rush Hour ist relativ schwierig für alle Leute. Ich glaube, Fotos, wie fühlst du dich hier auf der Map? Sehr, sehr unsicher. Ja, ich glaube, die ist auch schon richtig... Oh, die ist, kann richtig... Du bist auch kurz am Rand hier, ne? Ich sehe das schon, ich bewege mich gar nicht mehr, so okay. Reicht mir jetzt hier. Am Anfang geht's noch, aber man unterschätzt das später. Ja, oh nein, okay. Ja, man unterschätzt das hier. Geh bloß weg von mir. Man unterschätzt das hier, ne? Man muss hier wirklich aufpassen, ne? Ja. Man unterschätzt das hier. Natürlich muss ich jetzt auch aufpassen, dass ich natürlich hier kein Karma kassiere, weil ich merke schon, ich werde hier auch ein bisschen schitziger. Oh nein. Diese Dinge sind schwierig. Okay, mein Bruder geht auf jeden Fall full auf Safety. Ich merke das hier auf jeden Fall. Wir müssen echt aufpassen. Wir haben auch keine Cancel-Emote dabei. Das heißt, es könnte noch schwieriger werden. Aber er macht das richtig gut. Was war denn da? Ja. Da wollte ich so viel. Was war denn das? F an meinen Bruder, das gibt's doch nicht, GG. Wir gewinnen 2:1 für ihn. Jetzt müssen wir auf jeden Fall voll rausholen, damit wir Gleichstand wieder haben. Wir sind jetzt in Lavaland drin. Ich bin mal gespannt. Das ist ja nicht einer meiner Favorite Steps. Fotos, wie findest du die? Ich finde die sehr, sehr schwer. Die ist cool, aber schwer. Ja, ich finde die auch richtig cool. Man kann hier richtig coole Movements machen. Besonders, wenn man irgendwie noch gerade so rüberkommt, ist das immer richtig cool. Aber das ist auch richtig schwierig, dass man hier nicht runterfällt. Man muss wirklich hier Ruhe bewahren und immer auf entspannter Rino gehen. Tipps von deinem großen Bruder. Brauchst keine Sorgen machen, Fotos. Ich erkläre dir hier, wie das Spiel funktioniert. Erst mit die Welt. So, und dann, wenn du einfach hier so chillst, ne, das Ding, du musst immer gucken, wie du mathematisch jetzt hier genau hier hochkommst, genau, und einmal da. Das machst du sehr gut, mit meiner Erklärung machst du das richtig gut hier.
So, das ist wichtig hier. Ja, es läuft gut, ey. Ja, ja, läuft gut. Läuft gut für dich, ne? Komm zurück, Fotosum, da gibt's nichts mehr. Da ist nichts, komm zurück, wichtig. Ja, man muss immer aufpassen. Ey, man muss hier richtig aufpassen, weil das gibt wirklich so Leute. Oh, warum kommst du zurück? Oh mein Gott, er ist so gut. Es gibt aber hier auch immer Leute, das ist richtig brutal, ne? Dann boxen die halt einfach so runter. Da boxen die auch einfach so einen runter, das ist so richtig gefährlich. Erstmal auf Freunde tun und... Ja, so sieht's aus! Wir gewinnen die nächste Runde 2-2! Das ist es! Let's go, nächste Runde! So, es steht jetzt 2-2. Ich habe meinen Bruder natürlich easy, fair und gerecht hier natürlich besiegt. Das ist also, wie gesagt, alles kein Problem. Deswegen, wir können jetzt hier, jetzt kann irgendwer in Führung gehen oder halt auch einfach rausfliegen, weil diese Map ist ja richtig schwierig. Manchmal ist sie richtig einfach, manchmal kann die auch richtig schwer werden, wenn man sich da verkalkuliert und irgendwie daneben springt. Bottas, wie fühlt es sich an, gegen seinen gegen seinen großen Bruder jetzt 2-2 zu spielen? Ich werde jetzt gewinnen auf jeden Fall. Ach so, mit Ansage macht er hier auf jeden Fall. Wer wird hier die fünfte Runde gewinnen? Mein Bruder auch hier ganz entspannt, macht das hier ganz ruhig, springt hier entspannt rum, macht das hier auch richtig gut. Ha! Nee, hast du bekommen. Was? Was ist passiert? Was passiert? Was passiert? Wir haben einfach einen Bug entdeckt! Okay, Rematch, das geht nicht. Das ist. Was? Das habe ich mit ihm gemacht. Ich habe ihn nach oben aus der Map geschossen, oder was? Weil die letzte Runde irgendwie buggy war oder warum auch immer wir gewonnen haben. Schreibt es mal in die Kommentare. Machen wir jetzt nochmal ein Rematch. Jetzt auf fair natürlich ohne Boxen. Das glaube ich noch nicht, erst wenn ich es sehe. Ja, nee, wir machen fair, ne? Also wir sind. Ne, wir sind da auch wirklich so. Was denn? Hattest du. Plan hier? Ich hatte kurz Angst, kurz eine Schweigeminute. Ich dachte so, der fällt jetzt nicht echt runter, oder? Ich dachte ganz kurz. Oben. Ja, so wie im Leben. Manchmal so oben, manchmal unten. Oh, hier noch Weisheiten bei meinem Bruder, habt ihr gehört? Wichtig und richtig, so sieht's nämlich aus. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Geht's dir gut? Läuft bei dir da hinten? Ja. Ach so, also kleiner Pro-Gamer wieder hier rausgekommen, ne? Jetzt macht die SG wieder Spaß plötzlich, ne? Aber warte mal ab. So. Als ob ich nie Pause gemacht habe. Ja, so sieht's aus, ne? Man muss natürlich auch aufpassen, dass nicht irgendwer kommt, ne? Oh, nein. Fliegt! Wohin fliegt er? Nein, aber er ist über uns. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Er ist noch über uns. Ich bin unter der Platte bin ich gesprungen. Gegen die was? Platte. Ach so. Ja, das kann natürlich passieren. Das ist immer schlimm. Oh nein. Ich hab es euch gesagt. Ich hab es euch gesagt. Oh, mein Bruder. Nein, der gewinnt. Das ist Karma. Was? Ich dachte zu 100%, er ist raus. Aber nein, wir werden ihn noch besiegen. Das gibt's nicht. Ah, schade. Jetzt ist er aber raus. Und wir haben den Win gewonnen. Die dritte Runde geht an uns. Richtig und wichtig. Die nächste Runde ist Laser Dash. Das ist natürlich richtig schwierig. Laser Dash kann wirklich Pain sein. Es kann hier wirklich in einer Minute vorbei sein oder halt alles komplett wirklich lange dauern. Warum läufst du weg? Wir spielen doch ohne Emotes. Aber mit Laser? Oh, Block Dash mit Laser, wusste ich gar nicht. Ja, wir machen hier extra anstrengend hier. Ja, wäre ja voll unfair, wenn dich die ganze Zeit jemand boxen würde, ne? Hallo, ich glaube, es hackt die wohl langsam hier. Ja. Aber nein, das ist natürlich wäre voll unfair von seinem eigenen Bruder hier. Oh, das war schwierig. Laser können wirklich brutal sein. Oh, wir beide, ich war auch richtig am Schwitzen. Ja. Aufpassen. Oh, wichtig. Der Sprung war wichtig hier. Ah, nein, das gibt's doch nicht. Mein Bruder steht 3-3. Mein Bruder macht mich einfach fertig. Karma ist gekommen. Was hast du davon? Ich kann das alles nicht mehr. Wir sind in der nächsten Runde in Rush Hour. Wir sind mal gespannt, wer jetzt hier gewinnt. Mein Bruder wollte unbedingt die Revanche hier auf Rush Hour haben. Ich bin mal gespannt. Hast du ein gutes Gefühl?
Ja, auf jeden Fall jetzt bin ich. Ich versuche auf jeden Fall konzentrierter und nicht so risky Plays zu machen wie gerade eben. Nicht so viel Show. Ja, die Show, ne? Nicht keine Show machen, das ist das Wichtige. Natürlich, wir sind ja auch Fairplay wie das ganze Video hier schon. Machen wir natürlich hier Fairplay, wenn er keine Emotes hat, machen wir natürlich auch keine Emotes. Weil wir wollen ja, dass das hier gerecht ist auf jeden Fall, ne? Sei bloß auf deiner Seite. Ich weiß schon, was das heißt, gerecht. Ja, also das ne? Ey, wir sind aber beide am Zittern. Wie gesagt, kein Cancel-Emote. Das heißt, wir können den Sprung nicht stoppen. Oh, der Sprung ist hart! Aber mein Bruder schafft ihn. Oh, der ist gut! Mein Bruder ist echt gut dabei. Wir müssen echt aufpassen! Wir müssen aufpassen! Oh, ich wollte kurz rüberkommen. Ich habe Angst gehabt. Was soll ich jetzt tun, ey? Okay, ich versuche es. Nein, ich schaff's nicht. Nein. Ah, es wurde gefallen! Wir haben die letzte Runde gewonnen und somit haben wir das ganze Match hier gewonnen. GG! GG. Irgendwelche letzten Worte noch? Ja, gutes Spiel. Eine gute Runde. Was soll ich sagen? Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Abo da und bye. Oder solltest du die Endcard machen? Ja! So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Hier findet ihr noch weitere Videos verlinkt. Klickt da gerne drauf und wir sehen uns morgen mit einem neuen YouTube-Video. Bis dann, Leute. Ciao.